herzlich willkommen zum ersten Block im neuen Jahr. Hat leider etwas gedauert, war einmal krankheitsbedingt und einmal wetterabhängig. Diesen Winter läuft ja irgendwie mal alles verkehrt. Wir haben ja irgendwie quasi nur Dauersturm und Dauerregen oder beides zusammen. Und das macht dann nicht wirklich Spaß, angeln zu gehen. Da kommt noch ein anderer Faktor bei, und zwar irgendwie haben durch diesen ständigen Wetterwechsel, Luftdruck rauf, Luftdruck runter, die Fische irgendwie, ja, einen am Kopf. Weil das ist nicht mehr normal, das habe ich in fast 20 Jahren noch nicht erlebt, dass die so gut wie gar nicht beißen. Ja, also man muss wirklich mit allen Tricks der Kunst arbeiten, dass man überhaupt mal seine ein, zwei Bisse am Tag bekommt. Und das habe ich bis jetzt so noch nicht kennengelernt. Und das ist auch nicht bei mir so, das ist bei fast allen so. Ja, unser ganzes holländisches Team rackert sich enorm einen ab, um ein paar gute Fische ans Band zu bekommen. Und ja, da muss man echt mit allen Kniffen arbeiten. Die kleineren, so bis 90, die erwischt man eigentlich fast täglich, wenn man weiß wo. Aber die richtig großen, es ist verdammt schwer. Und ja, die fallen auch extrem wenig, also nicht so wie die letzten Jahre. Ich weiß nicht, womit es zu tun hat, ob die vielleicht denken oder merken, tja, es ist schon Laichzeit oder so, weil bis November lief es eigentlich wie geschnitten Brot. Dann kam diese eine Kälteperiode und seitdem ist quasi der Arsch ab. Und das ändert sich ja nicht. Also wir denken jetzt so quasi jedes Wochenende, ja, das Wetter wird mal wieder besser. Luftdruck passt, Wind passt, ein bisschen Wellen auf dem See drauf. Nö, nützt trotzdem nichts. Selbst die Vollmondnächte jetzt, die letzten beiden, da kommt kein Biss rein nachts, wo eigentlich immer Bisse kamen. Ja, und ich sag euch jetzt mal, wie wir uns gerade hier diesen Winter durchfuchsen. Und zwar, wir füttern nicht viel, aber ganz punktuell. Und das auch auf ziemliche Entfernung. Also werfen mit der Hand ist nicht mehr. Deswegen nehmen wir da eine kleine Besonderheit. Viele kennen es aus dem Karpfenangeln. Beim Deadbaiten ist es halt noch nicht so populär. Und das ist nämlich die Spomp. Ich weiß nicht, ob es welche von euch schon mal benutzt haben. Richtig geiles Teil. Ja? Die Futterrakete. Karpfenangler kennen die eigentlich. Ja, wenn das Ding aus Wasser ausschlägt, dann geht die auf. Und das Futter fällt ins Wasser. Wenn wir jetzt fischen gehen, dann montieren wir uns die Spomp hier ans. Zeigst du nochmal? Dann montieren wir uns die Spomp an die Rute dran. Und dann füttern wir ganz punktuell, ja, ganz klein geschnittene Fischstückchen auf unseren Spot. Und das pro Rute. Achtung, bisschen Schleichwerbung. Ich bin ja jetzt halber Holländer. Pre-Baits für Fisch. Das sind jetzt hier schon fertige, zermatschte Makrelen, gemischt mit ein paar Stücken Hering. Kostet nicht die Welt. Ich glaube 2,50 oder so, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Und die schnippeln wir halt so klein, dass die in die Spomp passen. Da muss ich dann halt 3-4 Würfe machen, bis ich dann so einen kleinen Futterplatz angelegt habe. Und dann arbeiten wir weiter mit einem geboosterten Köderfisch.
und einem normalen Köderfisch, also ein Pura Natura. Und den anderen impfen wir halt mit Fischöl. Hier habe ich jetzt gerade das Lachsöl. Dann nehme ich das noch gerne in Sardine. Das ist jetzt richtig pur gepresstes Fischöl. Ja, wir haben hier pur gepresstes Lachsöl, ein bisschen Sonnenblumenöl, 1%. Und das war's. Da ist kein Alkohol drin, da ist sonst kein anderer chemischer Scheiß drin. Und ihr müsst aufpassen. Ist auch übrigens einer der ganz wenigen Flavors, die funktionieren, weil sie eben purer Natura sind. Und ihr müsst aufpassen, weil das friert euch ein. Ihr müsst das immer irgendwie warm verpacken und vorher gut durchschütteln, weil sich diese grob gepressten Fischsaftreste noch hier unten in der Flasche absetzen. So, dann legen wir nämlich einen Köderfisch, also geboostert, raus und einen Köderfisch stinknormal, also eine normale Makrele oder einen normalen Hering oder eine normale Sardine oder ein Rotauge oder was auch immer. Ja. Was ich jetzt gemerkt habe, die letzten Male, entgegen jeder Regel, alle Jahre lief Makrele oder Hering wie die Pest. Die letzten Male waren pures Rotauge, was eigentlich sonst so gut wie gar keine Bisse gebracht hat, weil die immer lieber die Makrele genommen haben. Im Moment läuft Rotauge. Einfach ein stinknormales Rotauge, ohne irgendwelche Flavors. Und ja, das ist das, was man so merkt, wenn man halt auf zwei Routen unterschiedliche Sachen angelt. Würde ich ja sonst nicht mitkriegen. Ja. Ja, so viel dazu. Mehr gibt es eigentlich im Moment auch nicht wirklich zu erzählen. Ein Thema habe ich noch, kommt im nächsten Blog, drehe ich jetzt hier gleich hinterher. Ja, dann hoffen wir mal, ich hoffe jetzt mal, dass ich mal noch so ein, zwei fange. Zwei habe ich schon erwischt. Einer hatte genau einen Meter, der andere hatte 97. Aber was da auch wieder auffällt, die Fische, die sind auch überhaupt noch nicht dick. Wir haben jetzt Mitte, Ende Januar schon wieder und die letzten Jahre waren die Fische jetzt schon kugelrund und die sehen jetzt eigentlich noch aus, als kommen die gerade aus dem Sommer raus. Also ich habe ganz, ganz paar Fische dabei, die wirklich schon fett sind. Ja, also so richtig fett, aber die Masse, die ist noch feilschlank. Ja, das war's. Schon wieder zu dem Blog. Leider ein bisschen Schleichwerbung, aber lässt sich manchmal nicht vermeiden. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Bis zum nächsten. Ciao.